Ihr kennt das sicherlich auch, die Frage nach dem perfekten Streamspiel. Mit welchem Spiel besteht die Möglichkeit, dass mich Leute finden auf Twitch? Mit welchem Spiel gehe ich nicht komplett unter auf Twitch? Welches Spiel sollte ich spielen, um meinen Stream zu gestalten? Und diese Frage ist immer sehr, sehr schwierig und ich lese sie so häufig in irgendwelchen Foren, auf Facebook-Gruppen, aber auch Freunde, die mich fragen, was für ein Spiel soll ich spielen? Und damit heiße ich euch herzlich willkommen zu einem neuen Video. Mein Name ist Matthias und heute habe ich 5 Tipps, wie ihr das perfekte Spiel für euren Livestream findet. Okay, die Frage nach dem perfekten Streamspiel, die wird wahrscheinlich nicht aussterben. Die haben wir uns alle gestellt. Ich habe mir sie auch sehr oft gestellt. Was kann ich spielen, damit ich auch irgendwie gefunden werde? Denn wenn man, weiß nicht, nach Wochen, nach Monaten immer wieder mit der gleichen Zuschauerzahl zu tun hat, dann fragt man sich, mit welchem Spiel kann ich den nächsten Step gehen? Und gibt es überhaupt ein Spiel, das perfekt dazu passt, um mehr Reichweite zu generieren? Und die offensichtlichsten Antworten, die ich lese zu dieser Frage, sind folgende. Erstens, spiele keine übersättigten Spiele. Das heißt, wenn du auf Twitch gehst und auf Durchsuchen klickst, siehst du diese ersten 20 Spiele, die spielst du am besten nicht. Denn in der Theorie sind die meisten Zuschauer in diesen Gaming-Kategorien zu finden und du müsstest rein theoretisch dort natürlich präsent sein, aber die Konkurrenz ist riesengroß und dein Stream mit den wenigen Zuschauern, die du vielleicht hast, befindet sich irgendwo hinten auf Seite 321 und dort gehst du komplett verloren. Zweitens, spiele keine unbekannten Spiele, nach denen niemand sucht. Denn die Chance, dass irgendjemand mal darauf die Idee kommt, einen, weiß nicht, 10 Jahre alten Indie-Geheimtipp zu suchen, ist sehr gering. Und deswegen gibt es immer wieder diese Tipps, die eher darauf abzielen, suche dir ein Spiel so ein bisschen im Mittelfeld. Deswegen geh nochmal auf Twitch in diese Game-Rankings und such dir ein Spiel nach der Top 20 aus. Irgendwas muss doch dabei sein, das dir eventuell Spaß machen könnte und womit du vielleicht die Chance hättest, gesehen zu werden. Ja, diese Tipps sind alle richtig. Diese Tipps sind wirklich faktisch richtig, aber damit ist euch nicht geholfen. Denn wer hat von uns wirklich Bock, ein Spiel auszusuchen aus einer eingeschränkten Liste, mit dem er vielleicht Spaß haben könnte, um die Chance zu haben, entdeckt zu werden? Keine Ahnung. Und ich bin der festen Überzeugung, es gehört mehr dazu, als nur ein Spiel zu spielen und dann kommt das Ganze von alleine. Ihr müsst da schon ein bisschen mehr investieren. Und deswegen habe ich jetzt 5 Tipps für euch, wie ihr für euren Stream das perfekte Spiel findet. Aber noch eine kurze Erinnerung, unten in der Videobeschreibung findet ihr einen Link zu meinem Twitch-Kanal und wenn ihr Bock habt, über das Thema zu sprechen oder wenn ihr Fragen habt zu anderen Twitch-Dingen, dann kommt doch vorbei, lasst ein Follow da, wir treffen uns im Chat und quatschen darüber. Ich würde mich super freuen. So Leute, ich setze mich ein bisschen aufrecht hin. Fangen wir an mit Tipp Nummer 1. Ich weiß, es klingt vielleicht sehr verlockend, aber viele verschiedene Spiele, vielleicht aus vielen verschiedenen Genres zu spielen, das ist vielleicht schon mal kontraproduktiv. Ich bin auch jemand, der sehr gerne verschiedene Spiele spielt. Manchmal spiele ich ein Bloodborne, manchmal spiele ich Mario Odyssey und manchmal spiele ich dann irgendwas im Multiplayer. Aber ehrlich gesagt ist es, glaube ich, ganz, ganz ratsam, wenn man gerade mit Twitch anfängt oder wenn man einen Stempel hinterlassen möchte, dass man sich für eines dieser Spiele oder für eines dieser Genres entscheidet. Denn wenn ihr mit eurem Spiel live geht und jemand kommt auf euren Stream und sagt, hey, die Person, die macht das gut, die performt gut, spielt das Spiel vernünftig, ich mag das, das ist Entertainment, das gefällt mir, ich lasse ein Follow da und das ist ja das, worauf wir abzielen, dann möchte er beim nächsten Mal natürlich genau das Gleiche sehen. Und wenn ihr dann wieder live geht und ihr spielt was komplett anderes und das vielleicht für die nächsten 2-3 Wochen, naja, dann kommt diese Person vielleicht auch nicht mehr zurück. Und das wollen wir nicht. Wir wollen ja, dass die Leute zurückkommen zu eurem Stream. Und am besten aus dem Grund, weswegen sie geblieben sind. Und ja, ich weiß, der Kommentar wird kommen. Hey, Matthias, du spielst in deinen Twitch-Streams auch immer verschiedene Spiele. Ja, ich weiß. Ich sollte an meinen Tipps auch ein bisschen festhalten. Und wenn ihr jetzt irgendwie eine Ahnung habt, in welche Richtung es geht, dann komme ich jetzt mit dem zweiten Tipp. Sucht euch ein Spiel, bei dem ihr richtig gut performen könnt. Und nein, ich meine nicht euren Skill. Es geht nicht darum, dass ihr hier ein Spiel findet, bei dem ihr richtig rasiert. Weil das ist völlig unnötig bei Twitch. Darum geht es nicht. Ihr sucht euch ein Spiel raus, bei dem ihr das Gefühl habt, daran geht ihr auf. Bei dem ihr das Gefühl habt, mit dem Spiel kann ich arbeiten. Das bietet mir eine Spielwiese, um die Leute zu unterhalten. Ich zum Beispiel habe vor Jahren eine relativ lustige Phase gehabt mit Stardew Valley.
Und dann würde man sagen, okay, Stardew Valley, das Bauernhof-Simulationsspiel? Ja, weil genau das ist ein Spiel, bei dem ich gemerkt habe, dort kann ich irgendwie mit meinen dummen Witzen die Leute zum Lachen bringen. Andere beispielsweise streamen sehr, sehr gerne zum Beispiel Sea of Thieves. Ein Koop-Multiplayer-Spiel, bei dem man mit seiner Crew unfassbar lustige Dinge erleben kann. Aber das Wichtigste ist auf jeden Fall, dass ihr an der Stelle gut performt. Und es ist egal, ob ihr da alleine streamt oder ob ihr mit euren Freunden streamt. Ne? Ihr könnt ja auch beispielsweise ein Spiel finden, bei dem nicht nur ihr gut performt, sondern auch eure Freunde, ja, wo ihr wisst, boah, das sind so viele lustige Dinge passiert, das muss eigentlich raus in die Welt, das müssen alle sehen und für solche Spiele solltet ihr euch interessieren. Aber nicht vergessen, wenn ihr mit euren Freunden streamt, vergesst die zweite goldene Twitch-Regel nicht, ihr seid im Mittelpunkt. Und wer das Video mit den drei goldenen Twitch-Regeln noch nicht gesehen hat, und wenn ihr jetzt ein Spiel oder ein Genre gefunden habt, bei dem ihr das Gefühl habt, ja, dafür brenne ich, da gehe ich auf, da kann ich am besten performen, da fühle ich mich wohl, damit kann ich die Leute gut unterhalten. Dann solltet ihr aber auch vielleicht immer wieder im Auge behalten, dass es ein Spiel ist, bei dem ihr immer die Möglichkeit habt, auf den Chat einzugehen. Deswegen Tipp Nummer 3, sucht euch ein Spiel, bei dem ihr auf den Chat eingehen könnt. Ich weiß das selber, es gibt sehr, sehr viele Spiele, die sehr viel Konzentration erfordern, ihr seid total im Fokus, ihr braucht halt die Zeit, ihr braucht die Konzentration. Und das ist in Ordnung, aber es sollte nicht zu lange gehen. Ihr braucht immer wieder Verschnaufspausen oder Atempausen, wo ihr mal auf den Chat eingehen könnt, um die Fragen aufzugreifen, um Themen aufzugreifen, um mit dem Chat zu interagieren. Denn ihr wisst ja, die erste goldene Regel ist, der Chat ist King. Klickt da drauf, Leute. Das Video ist wichtig. Bei Singleplayer-Spielen ist das deutlich einfacher, weil da kann man wenigstens mal Pause machen oder das Pad zur Seite legen, es sei denn, ihr spielt Dark Souls oder so. Verdammte Scheiße. Kann ich da raus? Bei Multiplayer-Spielen ist das dann natürlich wieder ein bisschen schwieriger, aber es gibt auch dort Spiele, bei denen die Runden relativ kurz sind und ihr nach den Runden zum Beispiel ein bisschen mal auf den Chat eingehen könnt oder auch während ihr ein Battle Royale Spiel spielt und ist gerade der Fight vorbei und ihr habt jetzt noch ein bisschen, weiß nicht, 10 Sekunden wenigstens Zeit, dann guckt auf den Chat. Das ist ein Spiel, das ihr braucht. Tipp Nummer 4 für die Leute, die sehr gerne Singleplayer Abenteuerspiele spielen, die einen sehr, sehr starken Fokus auf die Story legen, auch nicht so gut. Gerade Spiele mit sehr starkem Fokus auf Story, die sehr viele ausufernde Cutscenes haben und sehr viel Geschichte erzählen, eignen sich nicht, um euch in den Mittelpunkt zu stellen. Denn dann ist wieder das Spiel im Mittelpunkt und das wollt ihr nicht. Natürlich gibt es auch Spiele und auch Möglichkeiten, eben Singleplayer-Spiele zu spielen und da läuft halt mal eine Cutscene und da könnt ihr auch mal vielleicht für 30 Sekunden oder vielleicht für eine Minute die Fresse halten. Aber danach solltet ihr weiterhin den Stream leiten und nicht das Spiel. Ganz, ganz böse wird es bei so textlastigen Spielen, bei dem zum Beispiel auch kein gesprochenes Wort da ist. Habe ich selber erlebt. Ich habe ein Spiel gespielt, super viele Dialoge, alles in Textboxen und ich musste den ganzen Scheiß selber lesen. Das ist einfach nicht geil. Das macht keinen Spaß, es ist irgendwie nicht unterhaltend und am Ende schalten die Leute ab. Denn im Livestream ist es unfassbar vorteilhaft, wenn ihr ein Spiel findet, das euch unterstützt und eure Performance nach oben bringt, statt dass es euch ständig durch Story und durch Texte und durch Dialoge nach unten zieht. Das darf nicht passieren, denn ihr wisst, ihr seid im Mittelpunkt. Und der letzte Tipp, um das nochmal am besten zu untermauern, ist, sucht euch ein Spiel, bei dem ihr eure eigene Geschichte schreibt. Ich hatte soeben das Beispiel mit Stardew Valley. Ihr könnt ja auch ein Minecraft nehmen, ein Sims, ein GTA 5 Online, ein Red Dead Online, was auch immer. Aber es gibt Spiele, bei denen ihr eine eigene Geschichte draus drehen könnt. Und das ist ein sehr, sehr wichtiger Bonus, wenn es darum geht, dass die Leute zu euren Streams zurückkommen. Egal, ob es bei einem Multiplayer-Match passiert oder bei einem Spiel, bei dem ihr eine eigene Challenge habt und eine eigene Herausforderung. Der Zuschauer sollte immer das Gefühl haben, okay, wenn ich dann das nächste Mal nicht dabei bin, dann verpasse ich was. Denn wenn ich den Streamer wechsle, dann verpasse ich es, was er mit dem Spiel vorhat. Ich verpasse seine eigene Geschichte. Und ich bin der Meinung, deswegen ist Minecraft damals auf YouTube so explodiert. Weil jeder eigene YouTuber und jeder eigene Let's Player hatte die Möglichkeit, aus seinem Minecraft-Kosmos was Eigenes zu machen. Eine eigene Geschichte zu erleben. Und
eine eigene Geschichte zu schreiben, die ihr dann miterleben könnt. Und deswegen ist der letzte Tipp, wenn ihr ein Spiel gefunden habt, bei dem ihr gut performt, wenn ihr ein Spiel gefunden habt, bei dem ihr immer wieder auf den Chat eingehen könnt und bei dem ihr am Ende auch irgendwie eure eigene Geschichte schreibt, das ist etwas, wo die Zuschauer sagen, okay, das ist einzigartig, ich komme wieder. Und das sind meine 5 Tipps, wie ihr das perfekte Spiel für euren Livestream findet. Wir fassen zusammen. Erstens, entscheidet euch für ein Spiel oder ein Genre. Das ist vielleicht für den Anfang noch ganz gut. Später könnt ihr ja switchen. Aber für den Beginn sucht euch nur ein Spiel oder ein Genre. Zweitens, sucht euch das Spiel, bei dem ihr am besten performen könnt. Drittens, sucht euch ein Spiel, bei dem ihr immer auf den Chat eingehen könntet. Viertens, keine textlastigen Spiele und kein zu starker Fokus auf die Story. Und fünftens, ein Spiel, bei dem ihr eine eigene Geschichte schreibt. Das sind natürlich nur 5 Tipps, die aus meinem Kopf entsprungen sind, so, aber ich glaube wirklich, dass es eher hilfreich ist, ein Spiel zu finden, bei dem man irgendwie Spuren hinterlässt, anstatt ein Spiel zu suchen, das die Leute sehen wollen, weil man dann vielleicht auch nicht so die perfekte Performance abliefern kann und die Qualität des Streams vielleicht drunter leidet. Mich würde auch natürlich total interessieren, ob ihr da weitere Tipps habt oder was ihr von diesen 5 Tipps haltet. Deswegen schreibt es in die Kommentare, ich lese sie mir durch und bin sehr gespannt auf eure Meinungen. Und wenn euch das Video gefallen hat, liebe Freunde, und wenn ihr weitere Videos in dieser Form sehen wollt, dann würde es mich natürlich super freuen, wenn ihr ein Abo da lasst und wir uns beim nächsten Mal sehen. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Einschalten, vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Ich hau ab, macht's gut, ciao.